Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Leben auf dem Bauernhof Revival auf der weichen 2K20 und einiges an Arbeit. Hier das Heu muss leider noch ein bisschen trocknen. Noch nicht ganz so weit. Deshalb werden wir uns jetzt hier an die Wiese nochmal dran machen. Die hinten, die Wiese ist schon gemäht und geschwadet und jetzt wird man hier die Wiese noch schwaden und dann ist es bereit, um es aufzusammeln und zum Dings hier zum Zusammensammeln. Da wir ja daraus die Silage machen wollen. So, gucken wir mal, ob der jetzt richtig eingestellt ist. Ah ja, passt. Sehr schön. So. Weil Kühe brauchen Futter und um Futter zu kriegen, müssen wir jetzt halt mal ein bisschen Gas geben. Was die Feld- und Wiesenarbeit angeht. Und dann müsste das auch alles soweit passen. Jetzt bin ich aber gerade ein bisschen flott unterwegs hier. Aber ich will natürlich auch das ganze Gras hier mitnehmen. Deshalb so, dann fahren wir nämlich nochmal da runter. Oder nee, komm, wir machen zwei Schwadbreite. So. Gut, und dann wird man nachher irgendwann, sobald wir hier fertig sind, gucken, dass wir das Gras dann ins Fahrsilo bringen. Dann haben wir da nämlich schon einen guten Grundstock gelegt. Dass wir hier die Kühe gut über den Winter bringen. Wir brauchen ja ungefähr, steht in der Berechnung drin, 35.000 Liter Futter für die komplette für das komplette Jahr. Wir haben aber auch natürlich nicht jetzt so viele Tiere bis jetzt. Da wird man mal gucken, je nachdem wie viel Futter da zusammenkommt, dass ich eventuell nochmal ein paar dazu kaufe. Aber das entscheide ich dann, wenn es eben soweit ist. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ich glaube, ich fahre mal da runter und fahre einfach von da unten wieder hoch. Das sieht mir am sinnvollsten aus. Thank you.
Alter, ich muss immer gucken, dass ich hier jetzt auch richtig fahre. Das stelle ich mir in Real Life auch ganz besonders vor. So, Schwader fahren. Weil zack hast du dann mal die andere Schwad wieder, so wie jetzt, auf der falschen Schwad. Ich glaube fast deshalb ist es auch besser, wenn wir da jetzt einmal andersrum fahren. Dann kriegt man hier eine schöne gleichmäßige Schwad hin. Beziehungsweise auch ein bisschen Abstand. Ich weiß gar nicht, wie man das in echt macht. Da bin ich völlig überfragt. Also ich denke, auf den Almwiesen, da ist es ein reines Gefühlsschwaden. Ah, wir kriegen das schon alles gebacken. So ist es ja nicht. Und solange uns die Kühe am Ende nicht verhungern, bin ich auch zufrieden. Worauf ich echt mal Bock hätte, wäre so selber auf dem Bock zu sitzen. Also das würde ich schon gerne irgendwann demnächst mal machen. Mal ein bisschen Trecker fahren. Wo ist denn eigentlich? Also der ist ja letztes Mal einfach abgehauen, der Hampelmann von Udo. Guti, guti. Ich könnte mal gucken, ob ich vielleicht einen Ballen Stroh oder so krieg. Also ich ein bisschen einstreue bei den Kühen reinmache. Ich meine, zurzeit ist das Wetter gut, da sind sie meistens draußen. Aber wenn es mal schlechteres Wetter wird, dann würde ich die auch gerne ein bisschen reinholen. Und dann bräuchte ich zumindest ein bisschen Stroh einstreuen. Deshalb bin ich am Überlegen, ob ich vielleicht den Leo mal anrufe, ob der mir ein, zwei Ballen Stroh bringt.
So, das läuft aber alles ganz gut. Ich denke, das Feld, das haben wir jetzt dann gleich fertig. Ist ja nicht mehr so viel. Moin, hier ist Herr Hochrader. Servus, Karl hier. Servus. Du, kannst du mir irgendwo Herr Strohballen organisieren? Ja, das kann ich. Zwei Stück bräuchte ich. Ich habe keine Ahnung, wo ich die sonst kriegen kann. Ballen? Ballen, ja. Zwei Stück, ja. Ja. Kannst du mir die auch vorbeibringen? Das geht, ja. Supi, das wäre optimal. Ich bin nämlich gerade noch auf den Wiesen beschäftigt. Muss Silage machen. Jo. Gut, was kostet das? Weißt du das zufällig? Und Bio, wenn es geht. Moment, 1300 insgesamt. Die zwei Beine. Okay. Gut. Dann bis später. Bis später. Ciao. Ciao. So, perfekt. Also die nächsten Tage soll zwar eigentlich gutes Wetter sein, aber trotzdem. Lieber vorgesorgt, wie nachher nichts haben. Dann hätten wir es gleich geschafft dahinter. Ich hoffe mal, da komme ich mit dem Ladewagen überhaupt dazu, das ganze Zeug aufzuladen. Gut, dann gucken wir jetzt mal noch, ob das Heu vielleicht endlich mal soweit ist oder was da los ist. Und vorher stelle ich den Schwader noch weg. Jetzt kann man nur überlegen, wo ich den hinstelle. Da ist doch so ein Feldweg, das ist doch gut. Der fing, glaube ich, irgendwo da unten an. Vielleicht komme ich da nochmal rausgefahren. Ist da nicht irgendwo eine Lücke im Zaun? Doch, hier. So, dann können wir den nämlich schön
da an die Halle hinten ranstellen. So, so langsam kennen wir uns auch aus auf unserem Hof. Da hier. Zack. Steht er nämlich absolut nicht im Weg. Ach. Gut. Gut, liebe Leute, das war's von der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen fangen wir dann an, das Gras zu sammeln und Silage herzustellen, beziehungsweise das Gras in das Keilsilo zu kippen. Aber ich werde jetzt nochmal ganz schnell, wobei das würde ich eigentlich gerne mit dem MF machen. Stellen wir den mal hier nebenan. Ich würde jetzt eigentlich gerne mit dem MF fahren. So. Dann gehen wir hier gerade nochmal schnell messen. Immer noch Gras. Okay, gut. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, schaut gerne am Samstag wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.